Vor 2 Jahren ging die Neuordnung von Kirche und Staat in Vernehmlassung. Derzeit hört man nicht mehr viel darüber. Ein Mitglied der Arbeitsgruppe, die die Vernehmlassung vorbereitet hat, ist Hartwig Janus, lutherischer Pfarrer in Vaduz. Herr Pfarrer Janus, was ist Kirche für einen lutherischen Pfarrer? Es gibt zweierlei Sicht auf Kirche. Einmal gibt es die große, geistliche, unsichtbare Kirche, wo man eigentlich nicht weiß, wer dazu gehört, aber sie verwirklicht sich eigentlich immer in einer ganz konkreten Gestalt. Das kann jegliche Konfession sein. Das ist erstmal für mich das Wichtigste. Die sichtbare und die unsichtbare Kirche, da höre ich schon einen Unterschied raus zur katholischen Kirche. Können Sie den Unterschied benennen? Wie das Kirchenverständnis der katholischen Kirche ist, da muss man jemanden von den dortigen Kollegen fragen. Für uns ist es natürlich schon wichtig, die Kirche ist in erster Linie die Versammlung der Gläubigen, die Gemeinschaft der Gläubigen. Die ist also nicht von oben her durch das Amt oder irgendetwas in der Art definiert, sondern einfach die Gemeinschaft der Gläubigen, der Getauften, könnte man auch sagen. Gehen wir zum Vernehmlassungsbericht. Dort ist ja vorgesehen, dass die lutherische, die evangelische und die katholische Kirche, diese drei, öffentlich-rechtlich anerkannt werden sollen. Trügt der Eindruck, dass das schon ziemlich definitiv so ist, oder könnte da vielleicht noch eine vierte oder eine fünfte Religionsgemeinschaft mit hineinkommen? Kann ich natürlich schwer sagen. Ich kann das nicht abschätzen, wer noch dazukommen könnte. Aber mir fallen natürlich mindestens 2 relativ große Glaubensgemeinschaften ein. Das eine ist die orthodoxe Kirche, unsere Freunde, die bei uns in der Kirche auch Gastrecht haben. Und das zweite ist natürlich die recht große Zahl islamischer Gläubiger. Eine schwierige Sache, heißt es ja von überall her, sei diese Entflechtung von Kirche und Staat. Warum eigentlich? Weil, glaube ich, jeder, der dort Position bezieht und versucht, etwas zu verändern, dabei eigentlich nur verlieren kann. Es ist einfach unmöglich, es jedem recht zu machen auf dem Gebiet. Jeder hat dort seine eigenen, ganz verschiedenen und manchmal sehr vitalen Interessen. Können Sie das ein bisschen genauer ausführen? Wer hat denn welche Interessen? Ich habe schon das Gefühl, manche möchten einfach größere Mitwirkung des Kirchenvolkes natürlich erreichen, mehr Mitspracherecht, mehr Freiheiten irgendwie. Andere möchten für ihre Kirche mehr Freiheit von staatlicher Mitbestimmung oder was auch immer. Manche möchten ihre Existenz sichern, sich vielleicht aufwerten. Und es gibt ja auch einige, die überhaupt erstmal im Bewusstsein der Öffentlichkeit ankommen müssen. Wer weiß schon, um zu dem Beispiel nochmal zurückzukommen. Also die lutherische Kirche ist, glaube ich, nicht sehr bekannt und die orthodoxe sicherlich auch nicht. Wovon lebt denn die lutherische Kirche? Wovon leben Sie, lutherischer Pfarrer in Vaduz? Sind Sie eine arme Kirche? Vom Gottvertrauen natürlich in erster Linie. Nein, ich glaube, es ist wirklich wichtig. Man kommt immer gleich auf Geld. Es geht immer nur um Geld, als ob es in der Kirche nichts Wichtigeres gäbe. Also Gottesgaben sind vielfältig und bestehen vor allem erstmal in den Menschen, die wir haben, mit all ihren Begabungen und all ihrer Einsatzbereitschaft und was da so ist. Und dann kann man irgendwann auch mal über Geld sprechen. Bei uns ist es so, wir geben eindeutig mehr aus, als wir einnehmen. Wir könnten also ohne das, was im Moment von der öffentlichen Hand kommt, so wie wir jetzt leben, schon mal gar nicht existieren. Arm würde ich uns trotzdem nicht nennen. Das finde ich zeugt von einem geringen Selbstbewusstsein. So ist es nicht. Nun ist ja in diesem Vernehmlassungsbericht ein im europäischen Vergleich eher ungewöhnliches Finanzierungskonzept vorgeschlagen, nämlich die Mandatsteuer, und zwar nach italienischem Modell. Ist das eine realistische Lösung? Meinen Sie wirklich, dass es dazu kommen wird? Ob es wirklich kommt, weiß ich natürlich nicht, aber warum soll sie nicht realistisch sein? Also in Italien, in Spanien, mir ist beinahe so, als ob auch in Ungarn funktioniert ja dieses Modell. Der Erbprinz hat sich meines Wissens sehr dafür ausgesprochen. Wir finden schon, dass das ganz gut funktionieren könnte. Das Modell, können Sie das mal theologisch bewerten? Ja, theologisch ist ja, wenn es um die Kirchenzugehörigkeit geht, das Wichtigste eigentlich, ich werde in die Kirche aufgenommen durch die Taufe. Und es passt irgendwie nicht dazu, wenn dann über die Kirchenzugehörigkeit immer nur noch im Grunde bei der Angabe der Steuererklärung gesprochen wird. Die Mandatssteuer erlaubt es mir ja, Mitglied
meiner Kirche zu bleiben, selbst wenn ich mit ihr einmal nicht mehr einverstanden bin. Also wenn irgendeins meiner Gemeindeglieder sagt, nein, also was ihr im Moment macht, mag ich nicht unterstützen, dafür gebe ich kein Geld, aber selbstverständlich bleibe ich trotzdem evangelisch-lutherisch, dann kann er das nach diesem Mandatssteuermodell tun. Man könnte ja den Spieß auch umdrehen und ein Katholik vorstellbar sagt, ich bin mit dem Erzbistum nicht zufrieden, ich stelle meinen Anteil der Mandatssteuer der lutherischen Kirche zur Verfügung. Rechnen Sie sich da vielleicht sogar einen Vorteil der Mandatssteuer aus? Also sich da etwas auszumalen und große Hoffnungen zu hegen, das wäre, glaube ich, sehr verwegen. Aber ich kann mir das schon durchaus bei einigen vorstellen, ja. Denn die lutherische Kirche ist ja in ihrem äußeren Erscheinungsbild, so vom Gottesdienst her und allem, der katholischen doch relativ ähnlich. Also Katholiken fühlen sich bei uns normalerweise ziemlich zu Hause. Ich könnte mir vorstellen, dass sich auch die Evangelischen bei Ihnen zu Hause fühlen. Warum gibt es überhaupt zwei verschiedene, die Evangelischen und die Lutherischen? Ja, bitteschön, ich bin ja evangelisch, nämlich ja. Evangelisch-Lutherisch. Es gibt eine Vielzahl von evangelischen Konfessionen, evangelisch-lutherisch, evangelisch-reformiert, evangelisch-methodistisch, ist gar nicht so weit weg, evangelisch-baptistisch, nicht wahr? Und wir sind hier im Schweizer Umfeld vor allem von der Schweiz geprägt und dort ist man halt reformiert, sehr karg, sehr auf das Wort, auf das reine Bibelwort konzentriert im Äußeren, während bei uns eben mehr Sinne angesprochen werden. Verstehe ich es richtig? Die Unterschiede sind dann eher gottesdienstlicher und weniger dogmatischer Art. Ich denke, so ist es bei den meisten Menschen, die sich bewusst entscheiden, in die eine oder andere Kirche zu gehen. Man muss ja bedenken, beide evangelische Kirchen sind völlig ohne Unterschied als Vereine organisiert. Das ist die einzige Möglichkeit, wie das im Land geht bei uns. Und man muss sich also dort aktiv anmelden. Man wird nicht automatisch Gemeindeglied. Und diejenigen, die kommen, tun das zumeist, weil sie sich im Gottesdienst wohlfühlen bei uns. Insgesamt gesagt, was passt Ihnen am Vorschlag, am Vernehmlassungsbericht und was nicht? Also ich finde das, finde den Vernehmlassungsbericht insgesamt schon sehr gut. Ich denke, der Herbert Wille hat da ganz großartige Arbeit geleistet. Ich finde das wirklich bewundernswert. Vor allem im Grundsätzlichen. Wenn man normalerweise über Staatskirchenrecht redet, dann kommt man von dieser französischen Rechtstradition, nach der also, ja, wie soll man sagen, der Staatsbürger gewissermaßen vor der Religion geschützt werden muss. Dieser Vernehmlassungsbericht geht davon aus, Religion ist was Gutes. Das ist für den Staat wertvoll, das ist förderungswürdig. Also Religion muss nicht aufgeteilt werden in einen Kultusteil und in einen gemeinnützigen Teil, sondern das Ganze ist gemeinnützig. Das finde ich genial daran. Und wo wir nicht ganz übereinstimmen, das sind dann wirklich letztlich Feinheiten. Ich denke, im puncto Religionsunterricht dürfte man sicherlich noch mal mehr Aufmerksamkeit darauf verwenden. Es gibt Kleinigkeiten bei der Finanzierung, die aber, finde ich, nicht wirklich groß ins Gewicht fallen. Ich finde ihn sehr gut so. Geben Sie mal einen Tipp ab. Wann kommt ein neues Staatskirchenrecht in Liechtenstein und wie wird es aussehen? Also in meiner derzeitigen Agenda, die einige Jahre vorausreicht, steht das Datum mit Sicherheit noch nicht drin. So schnell wird es nicht gehen, glaube ich.